Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Und zwar sind wir hier nicht allein, sondern wir haben tatkräftige Unterstützung von Kaya. Und den Leuten hier, die schon mal drin. Okay. Hallo. Ja, das ist schon mal eine richtig nette Begrüßung. Wir spielen Warframe. Warframe ist, schwer zu erklärendes Spiel, das werden wir alles noch machen. Wir haben hier dabei den Mister. Ist er? Den ich gerade anschaue. Ja, den schaue ich nicht an. Aber ich schaue Titankiller an. Hallo. Ich werde nie angeschaut. Wo ist Donley? Da ist Donley. Da ist Donley. Bleib stehen. So. Jetzt hat er den Boden geschlagen. So, das hier ist Kaya. Das ist so ein Haustier, das man haben kann. Wenn ihr Far Cry 3 angeschaut habt, dann werdet ihr wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass Kaya mein Ex-Hund war, der dieses Jahr im Februar leider gestorben ist. Und ja. Donley meditiert. Dieses Zeug hier, das am Boden liegt, das hat Kaya gerade aus dem Boden gegraben, ist auch nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt ein bisschen spielen, werden euch ein bisschen so zeigen, worum es im Spiel geht und was man hier machen kann. Und da kommt Gegner. Was du nicht sagst. Spiel mit Gegnern drin. Nein. Und wenn es euch gefällt, dann sagt natürlich, dass ja, es gefällt euch. Und wenn nicht, dann... Sagt, es gefällt euch nicht. Genau, dann werden wir auch kein Let's Play machen, sondern wir werden... Ja, nur ab und zu so ein paar kleine Videos machen. Wenn es euch gefällt, dann machen wir gerne ein Let's Play davon. Genau. So, dieses Ding, was ich da gerade gemacht habe, das war ein Hacking-Ding. Da habe ich schnell gehackt. Das kann man halt kann so nutzen, um gewisse Sachen, also gewisse Bereiche einzuschalten, die halt gesperrt waren. Oder um den Alarm auszuschalten. Genau. Wir können auch mal ganz kurz unsere Waffen und unsere Warframes zeigen. Genau. Das sind nämlich hier die Sachen. Die Sachen, die wir anhaben, das sind die Warframes. Deshalb heißt das Spiel auch so. Also. Das sind einfach so super Kampfanzüge. Hat die Tür aufgemacht. Oh, da ist ein Mod runtergefallen. Mods kann man in Waffen einbauen und so Sachen und die kann man dann verbessern. Also auf jeden Fall, wenn wir mal hier das nervige Ding da weggemacht haben. Wo ist Kaya jetzt? Achso, Kaya ist da. Es hat so ausgeschaut, als wäre der irgendwas hin, nach hinten gerannt. Auf jeden Fall, den Warframe, den ich habe, das ist Zephyr. Das ist, der kann so rumfliegen und sowas. Jeder hat vier Fähigkeiten. Und meine sind hauptsächlich Fliegen und Luft und sowas. Dann dieses Ding, was sich im Kreis dreht, das ist Valkyr. Das ist so eine Art Berserker-Warframe, dessen Fähigkeiten sich alle um Schaden und sowas konzentrieren. Und dann Nova hier, das ist Stoneless Warframe. Das ist so ein Das ist so ein Antimaterie-Warframe, der Antimaterie-Sachen machen kann. So Kügelchen und andere Kügelchen und... Genau, Kügelchen, die Gegner verfolgen und andere Kügelchen, die Gegner Schaden machen und Gegner in Antimaterie einschmieren, sodass sie mehr Schaden nehmen, was ganz toll ist. Es gibt da ein paar ungünstige Sachen, die da passieren können, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Genau. Ja, Waffen haben wir natürlich auch. Hier, es gibt Primärwaffen, Sekundärwaffen, Nahkampfwaffen. Meine Primärwaffe ist ein sogenanntes Latron Prime, was eine... Prime-Waffe ist, das ist im Prinzip eine bessere Version von einer normalen Waffe. Also halt für die Leute, die Warframe nicht kennen, für die erklären wir das jetzt. Dann mein Nahkampf... Also für alle Leute? Ja. Ja, nicht für alle. Das heißt ja nicht, dass alle Leute Warframe kennen. Oder nicht dass alle Warframe... Alle Leute Warframe nicht kennen, genau. Meine Nahkampfwaffe, die hier hinten drauf ist, ist das, das Dakra Prime, das ist so ein, Schwertding irgendwas. Und eine Schwert-Säbel-Mischung. Ja, und hier an der Hüfte habe ich die Twin... Wie heißen sie? Gremlins, genau. Gremlins. Das sind so Nagelpistolen oder sowas. Ja, und erhält diese... in jedem Baumarkt. Genau. Nur leider nicht so tödlich. Ja, und diese beiden Herren hier, die eigentlich im Spiel Damen sind. Es gibt natürlich auch männliche Warframes. Wir haben bloß gerade alle weibliche. Stoneley hier hat einen ja Bogen. Nicht, dass ich Rhino spiele. Ja, weil du Rhino noch nicht auf so einem hohen Level hast. Ja, okay. Ja, das hier der ist... Der sieht wenigstens männlich aus, ja. Ja, das ist so ein totaler Fettsack, so ein Tank und sowas. Stoneley hier hat den Cernos-Bogen. Hinten auf dem Rücken das, du hast das Dual-Lethe, oder? Genau. Ja, es sind zwei so Energieschwerter und als Sekundärwaffen so Wurfmesser. Namens, wie heißen die? Kunai, genau. Auf dem Laufsteg. Er trägt einen schönen Ember-Anzug mit einem schönen Bogen auf dem Rücken. Keine Ahnung, was das war. Ich bin Nova. Ja. Oder Nova, keine Ahnung. Ja, lass uns mal weitergehen. Du kannst ja noch kurz erklären, du hast das Brighton, oder? So ein Sturmgewehr und sowas. Den ersten Teil aber.
Also ja. Ich war bis jetzt zu faul, mir irgendwas Neues zu holen. Tja. Boah. Ich kann nochmal ein bisschen die Nagelpistole benutzen. Von uns sehr motiviert, ihr lauft in die falsche Richtung. Oh. Ja, dann hier lang. So, wo geht's denn lang? Wir sind hier übrigens auf einer... alle einen hervorragenden Orientierungssinn. Genau. Wir sind übrigens auf einer Rettungsmission. Wir müssen eine Person retten und die dann zum Ausgang exportieren. Es gibt 16 verschiedene Missionen, glaube ich. 16 oder 17. Ah ja, dieses Ding, was da über Titans Kopf schwebt, das ist, ich nenne es die fliegende Eiterblase. Er nennt es eine Carrier, so heißt es auch in Wirklichkeit. Das kann so, ja, das ist so ein Ding, das einem hinterher folgt. Das kann man... eine Schrotflinte, ja, und das damit automatisch Gegenstände ein. Ja, das ist das Ding, was man anstatt einem Kubro haben kann. Ein Kubro ist zum Beispiel Kaya da unten. Ich glaube, man kann beides haben. Nö, man kann bloß eins gleichzeitig haben. Okay. Sonst hätte ich schon auch einen, so ein Viech, das hier rumfliegt. Aber Kubros sind insgesamt ein bisschen besser, aber man muss sich auch um die kümmern. Und sowas. Genau. So. Hier sind wir überhaupt keine Gegner mehr. Aufgeräumt habe. Ja. Rennt er einfach wieder ohne uns weg, also wirklich. Ja, ich was unmöglich. Geht denn da oben ab? Wenn man vielleicht bemerkt hat, man kann so kleinere Sachen auf dem Boden finden. Das sind einerseits Munitionspakete. Genau. Dann gibt es Crafting-Materialien, aus denen kann man sich Sachen bauen. Wer hätte gedacht? Und es können auch Mods sein, die man sich halt irgendwo reinbauen kann. Genau. Ja, ich denke mal, das habe ich ziemlich gut erklärt. Ja. Auf Schultern jetzt kriegst du einen Keks. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Bloß nicht jetzt essen, sonst haben wir alle deinen Essenssound im Ohr. Genau. Oder Gesicht geht auch. Ja, Gesicht geht auch, wenn man sich die Kopfhörer ins Gesicht hält. Wo geht's denn schon wieder lang? Ich hab wieder keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da oben. Da oben? Fragezeichen. Oben? Fragezeichen. Ach, da unten geht's lang. Ah ne, da unten. Ah, er ist fast oben. Hier durch den Lüftungsschacht. Es ist es ist so eine Art Shooter-Nahkampf-Ding. Er hat da auch ein... Oh, mit dem kämpft der Kaya. Das kann ich den dann immer nicht beschädigen. Und es ist ein relativ schnelles Spiel. Man kann halt schnell rumrennen und sowas. Genau. Und es ist auch viel mit Mobilität. Man kann an Banden rennen und sowas. Ich bin so ein Flugding. Das ist auch ziemlich nett. Und ja. Genau. Ja. Ich kann Portale in die Gegend reinsetzen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, und Titan Killer kann, das kann er eigentlich. So Reißleinen machen, wo er sich durch die Gegend ziehen kann. Ah ja, genau. Meine vierte Spezialfähigkeit hat er ja schon gesehen, ne? Ja, genau. Also er ist Spider-Man, nicht schlecht. Ich kann mal auch kurz meine vierte Spezialfähigkeit machen, das macht so Tornados, die alles aufsaugen. Oh, und ich kann alles in Antimaterie überziehen, und wo man dann der Schaden dran macht. Das hat gerade sehr gesund ausgeschaut, wie der Kanonier in der Ecke hing. Und dann ist er explodiert. Ja, das coole an Tornados ist, den kann man verschiedene Schadensarten machen. Jetzt zum Beispiel, irgendwer hat das da mit Feuerschaden geschlagen, jetzt ist ein Feuer-Tornado und sowas. Ah, Stonley macht gerade seine Antimaterie-Welle. Oh, da kommt wieder eine Kugel, los, wir spielen Fußball. Oh. Die Kugeln sind zu nervig, aber mehr könnt ihr auch nicht außer nerven. Nein, auch. Oh, irgendein Viech habe ich angezogen. Es sei denn, die Kugeln sind Eximi, also es gibt normale Gegner, da gibt es noch Eximi. Genau, Eximi sind Eximi sind besonders starke Varianten von Gegnern, die spezielle Fähigkeiten haben können. Genau, wir gehen schon wieder in die falsche Richtung. Genau. Wollte auch gerade anmerken. Ihr folgt ja immer mir, ihr wisst ganz genau, ich immer falsch gehe und meine in die Umgebung untersuche. Ja, wir wollten dir nur Vorwürfe machen. Ja. Genau, wir gehen einfach dir hinterher, damit wir dir Vorwürfe machen können, dass du falsch gehst. Wir müssen hier andauernd durch Lüftungsschächte durch. Fußball! Na, Fußball. Wieso haben die so viele Fußbälle? Die Gegner, gegen die wir kämpfen, das sind übrigens die Grenier. Das ist eine von vier Gegnerfraktionen. Die Grenier, das steht angeblich für Genetically Re-Engineered. Das sind halt genetisch umgebaute Menschen, also genetisch umgebaut heißt. Ja, das sind halt so genetisch total verhunzte Leute, die andauernd geklont werden. Also genetisch, also sie haben versucht, sie zu verbessern, aber naja. Ja, die destabilisieren sich immer weiter und irgendwann werden sie wahrscheinlich keine Klone mehr machen können. Genau. Deswegen versuchen sie an die Warframes ranzukommen, genau. Weil sie sich versprechen, dass sie denen irgendwie helfen können. Ja, genau. Dann gibt's noch die Corpus, das ist so eine Handelsföderation, Handelsgilde, irgend sowas. Die alle nur Geld wollen und sowas und dafür auch Warframes sammeln und die verkaufen. Oh, Kaya steckt fest. Man kann übrigens gerade sehen, Kaya hat... Oh, jetzt nicht mehr. Kaya hatte gerade einen Bug, wo sie so groß war wie ich. Das ist passiert am Zug, keine Ahnung warum. Bei meinem anderen Kubra Wolf ist das nicht passiert. Oh. Was? Ich wollte den in Stealth-Kill machen. Oh. Armer Titan. Was ist das für ein Viech? Ja, dann gibt's noch die
Oh, warte, wir sind... Wir sind im... Wir sind im Ziel hier. Wir müssen hier die Geisel befreien. Schnell, ich hack das Ding. Oh Gott, was ist das für ein Anfall? Los. Du willst nicht sehen, was das hier für ein riesen Hackteil ist. So, ich hab's geschafft. Jetzt schnell Tür auf. Wir müssen die Geisel befreien, bevor sie umbringen. Marvin? So, ich nehme eine von den Türen hier. Ich mach grad Grenier-Wächter fertig. Ja, Türen. Wir müssen die Türen hacken. Wächter sind gerade nicht so wichtig. Ist er da drin? Nein, keiner drin. Da drin. Hab die Tür. Ich hab ihn. Man kann dem Befreiten auch seine Zweitwaffen geben, damit sie auch etwas wehren können. Ja. Da, jetzt sieht man wieder, Kaya ist riesengroß, so groß wie ich. Das ist ein Bug. Und sollte der normalerweise nicht so sein. Hallo, Befreiter. Oh, der Befreiter ist gerade in dein Loch reingerannt. Oh, wo ist denn das Loch? Da ist er draußen. Ja, pff. Das habe ich ja super gemacht. Ich bin in irgendein Loch runtergefallen und bin in so ein Flammenwerfer-Ding reingestiegen. Aua. So. Ja, dieses Ding, was ich gerade da aus einem der Gefängnisse rausgeholt habe, das war ein Infested, das ist die dritte Fraktion. Das sind im Prinzip die Leute der ersten und zweiten Fraktion, nur sehr komisch mutiert mit so einem gewissen Virus und deshalb sind die total aggressiv und mutiert und alle kaputt und sowas. Man hat vielleicht sehen können, dass es mal ein Grenier war, dieser Infested, die wir gerade da rausgeholt haben. Oh, hier ist ein Flammenwerfer. So, die vierte Fraktion, das sind die Orokin. Von denen gibt es eigentlich keine Lebenden mehr, die sind ausgestorben, aber ihre Gebäude gibt es noch. Und diese Gebäude, ja, in denen muss man im Prinzip gegen die Leute kämpfen, die versucht haben, die Gebäude zu infiltrieren, weil die da so ein neurales Abwehrnetz haben, mit dem sie jeden, der in ihr, ja, in ihre Gebäude rein wollen, so übernehmen und dann ihre Gedanken kontrollieren. Und da muss man gegen die kämpfen. Die Orokin haben übrigens auch die Tenno gebaut. Man weiß nicht allzu viel. Es gibt ewig viele Sachen, die man über die Story von Warframe spekulieren muss, aber ein bisschen was weiß man. Ich spring hier gerade bescheuert in der Luft rum. Es gibt auch die Spekulation, dass es noch einen einzigen überlebenden Orokin gibt. Genau, das ist der Stalker. Das ist so eine Art Zwischenboss, der einfach mittendrin in Missionen kommen kann. Und nicht so cool ist, weil er ziemlich stark ist. Ja. Wir haben den letztes Mal in der Testaufnahme glücklicherweise zum ersten Mal zusammen umgebracht. Ja. Der hat eine 2,5%ige Spawn-Chance. Wenn man denn überhaupt von dem gejagt wird, weil der jagt einen erst, wenn man einen Bosse umgebracht hat. Dann will er sich dafür rächen. Ja, die Orokin, warum der Stalker uns umbringen will, das sollte man vielleicht auch sagen. Das weiß man nicht genau. Und man weiß auch nicht, ob es ein Orokin ist. Es könnte ja auch einfach ein ganz normaler Tenno sein, so wie wir. Der halt böse geworden ist. Wo geht's überhaupt hin? Ach, wir müssen... Nö, wir müssen nicht. Hä? Wir müssen hier irgendwas hacken, glaube ich. Ah, ja, doch, genau, warte. Da hinten. Nee, warte. Da oben. Ja, ich geh mal kurz hin. Ja. Ja, es gibt auch eine Theorie, dass die Tenno die Orokin alle ausgelöscht haben. Und dass deswegen der möglicherweise letzte Orokin so aggro ist. Genau. Weil die Tenno von den Orokin total unterdrückt wurden und für spezielle komische Experimente missbraucht wurden und sowas. So, wo geht's denn jetzt hin? Es gibt fast keine Gegner mehr. Jo. Halt, nein, ich will auch mit. Aha, effizienter Tenno. Uneffizient. Ineffizient. Fliegen, was heißt denn da ineffizient? Ineffizient. Ja, es ist Fliegen und nicht Aufzug fahren. Stimmt, braucht mehr Energie, ist viel effizienter. Ja. Da oben gibt's doch 100 pro was. Oder so, auch nicht. Da ist wieder ein Fußball. Und ein Flammenwerfer-Typ, der mal ein Flammenwerfer-Typ war. Achso, du hast ihn getötet. Ja. Die ganzen Waffen und Waffen und Warframes und sowas und auch Kaya haben alle ein Level. Das maximale Level ist 30. Und bei mir ist der Warframe auf Level 30 und die Waffe, die ich gerade in der Hand habe, und die anderen sind fast Level 30, also naja, fast. Kaya ist Level 25. Dann meine Nahkampfwaffe ist Level, ich weiß gar nicht genau. Ich kann kurz schauen. 18 und meine Nagelpistole Level 24. Zusammen den Grenier kaputt prügeln.
Sollte kaputt prügeln. Er sollte man übrigens nicht im echten Leben machen. Ja, ich glaube, so schlau sind unsere Zuschauer schon. Oh, Kaya kämpft mit einem Junior und hat verloren. Ich muss unbedingt ihre Fähigkeit noch ein bisschen verbessern, weil sonst wird sie wahrscheinlich immer verlieren. Die Fähigkeit, die Kaya hier machen kann, wird von einem Mod ausgelöst und da man den Mod verbessern kann, kann man auch die Fähigkeit verbessern. Genau. Der Mod, der gehört im Prinzip zum Kubro. Es gibt 4 verschiedene Rassen. Kaya ist ein Sahasa Kubro. Die können Sachen ausbuddeln und ihm Gegner so speziell umbringen. Und von denen... Ich kann auch noch, warte mal, gehen wir mal an den Spind hier. Ja. Nein! Au, Arsch. Danke. Wie der weggeflogen ist. Bitte. Ja, die Spinde hier, das kann jeder Kubro machen. Aber dem... in jedem Kubro kann man eine Mod einbauen, dass er Spinde aufmachen kann. Genau. Hat eine 90%ige Erfolgschance dann. Genau. Warum ich so gerne mit dem Bogen spiele, ist einfach... Erstens, ich habe doch keine bessere Waffe und zweitens, Gegner fliegen so lustig weg. Ja, und Stealth. Ja, genau, Stealth. Ah, hier ist das Ziel. So, mir fällt gerade ein, ich kann noch was machen, und zwar, so, ich kann hier was hintun, und zwar, los Pikachu! Jetzt hab ich Pikachu Kaya an den Schwanz geklebt. Sieht ein bisschen komisch aus, Pikachu. Jetzt gräbt sie sich. Ja, es ist, man hat sich so leicht als Kinderstar, weißt du. Es ist halt, ja, Drogen, Alkohol, es ist, man rutscht da rein, wenn man halt so viel Stress hat und sowas. Geh darüber. Toll, das hast du Pikachu lieber teleportiert. Dankeschön, Kaya. Jo. Kommst du? Jo. Ich hab einen extra Fenster durch den gestellt. Aufgemacht. So, Kayas Schwanzball ist wieder entfernt. Oh, naja, musst du halt ohne Portal rüber. Ich hab was Besseres. Au. So, die Mission ist erfolgreich. Ja, das war's dann auch für diese Folge. Wir fliegen jetzt... Oh, ich hab eine Pikachu-Blaupause gekriegt. Phasenhaftes Phantom. Ja, das sind so andere Arten von Pikachus. Das sind so Dinge, die kann man halt hinstellen und sowas. Ja, wir fliegen jetzt wieder zurück zu unserem Raumschiff, von dem aus man die ganzen Missionen machen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat oder das Spiel, dann schreibt es natürlich bitte in die Kommentare. Oder gebt uns ein Like oder abonniert uns, das wäre natürlich super nett. Und ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt uns bitte, was wir falsch gemacht haben, was wir verbessern können, denn sonst können wir ja nie besser werden. Naja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.